Was geht ab, meine Z-Fighter, Ozel hier und heute mit den Informationen aus den gestrigen V-Jump-Scans. Der ein oder andere weiß auf jeden Fall schon Bescheid, beispielsweise über einen neuen Free-to-Play LR Super Saiyan Vegeta. Wir werden uns dementsprechend die ganzen V-Jump-Scans anschauen, nicht die ganzen, sondern die hier relevant sind. Fangen daher an mit unseren Boys aus Dragon Ball Legends. Nämlich, da gibt es Folgendes, was wir hier zu sagen können. Und zwar wird demnächst, beziehungsweise im nächsten Ultra Space Time Banner Nummer 6, Summon Nummer 6, was jetzt quasi die nächste Zeit erscheinen sollte, ein Sparking Gotenks unter anderem vertreten in seinem Sparking Super Saiyan Gotenks. Er wird vom Element, ja, gelb sein, das sollte die gelbe Farbe sein. Dann haben wir hier noch ein Majin Buu, pink sollte rot sein und lila Dabura sollte hier an der Stelle, ja, lila sein eben. Diese Charaktere werden als äußerst trickreich oder ich sage mal spielerisch betitelt. Wir fangen einmal mal ganz kurz an mit dem, was hier bei Gotenks abgeht. Nämlich Gotenks, sein Artwork seht ihr, sollte ein weiterer Hybrid-Saiyan sein. Das sehen wir auch hier auf der linken Seite, weil da die Hybrid-Saiyans gelistet sind. Falls er den Hybrid-Saiyan-Tag nicht bekommt, dann stimmt da was nicht. Aber seine Ulti, wissen wir ja hier an der Stelle, ist die Galactic Donuts. Diese kann er buffen mit seinen Superangriffen. Heißt, wenn er quasi die grünen Karten einsammelt, wie ich das richtig verstanden habe. Den kann er einen Buff geben, zusätzlicher Buff auf quasi die Galactic Donuts wäre hier an der Stelle zum Beispiel, dass Galactic Donut dann eine Chance hat, den Gegner zu stunnen. Außerhalb davon wird aber seine Ulti sein, sollte aber eigentlich sein finaler Angriff sein, dass er die Ghost Kamikaze beschwört. So viel gibt es quasi an der Stelle zu ihm zu sagen. Auf der anderen Seite haben wir hier Majin Buu. Majin Buu, wie gesagt, wird als äußerst tanky Charakter betitelt, also als defensiver Charakter, der sich aber auch healen kann. Und jedes Mal, wenn er hier an der Stelle den Kampf betritt, oder das Feld betritt, dann sorgt er dafür, dass der Gegner sich für eine kurze Zeit nicht auswechseln kann. Zudem wird auch noch beschrieben, dass er quasi sich selbst und die Alliierten, also die Verbündeten, um es besser zu sagen, durch seine Main Ability healen kann. Also der wird auf jeden Fall sehr tanky sein und hat ein, zwei Heals mit dabei und ist in dem Sinne halt trickreich, sage ich mal, oder spielerisch, weil er quasi dafür sorgt, wenn er reinkommt, den Gegner für kurze Zeit dafür sorgt, dass er sich nicht auswechseln kann. Auf der anderen Seite haben wir hier noch unseren Boy Dabura. Dabura, man hat zu Dabura, by the way, natürlich Shoutouts hier wegen den Leaks an Yonko und über die, wegen den Übersetzungen an Goresh im Subreddit. Ich werde die ganzen Links in die Beschreibung setzen, könnt ihr auf jeden Fall da reingucken. Und auch bei Dabura wird eben beschrieben, dass seine Super-Attack hier Evil Impulse ist, sehen wir hier an der Stelle. Und er kann zusätzlich noch dazu sorgen, dass die Gegner, dass er die Handkarten, um es besser zu sagen, des Gegners sealed, also versiegelt quasi, und diese sie für eine kurze Zeit nicht benutzen können. Außer davon, so viel gibt es eigentlich zu den Charakteren zu sagen. Ihr merkt aber auch schon, Freunde, wir bewegen uns langsam auf die Majin Buu Saga hinzu. Zudem startet ab morgen in Dragon Ball Legends ein Countdown. Dieser wird 5 Tage gehen. Nach dem Countdown kommt ein großes Update. In diesem Update, wisst ihr schon mal aus vorweg, wird wahrscheinlich das hier kommen, was wir sehen, Ultra Space Time Summon 6, mehr oder weniger, früher oder später. Aber worum es sich dann tatsächlich handeln wird, ist unser Boy Charlotte. Unser Boy Charlotte wird in der Lage sein, zum Super Saiyan zu gehen. Bevor ich die Infos zu Charlotte kurz raushaue, nämlich habt ihr auch wahrscheinlich gehört, in Sachen Dragon Ball Legends, da kamen die Gerüchte auf, dass vielleicht ein Sparking Gogeta und Sparking Janemba kommen könnte. Das ist aber wirklich nur ein Gerücht. Wir haben da nichts Handfestes, keine Data-Downloads, keine Scans, gar nichts. Das wird nur gesagt in der Community, weil quasi demnächst in Amerika der Fusion Reborn Film, unsere Zeit 4. und 6. November, glaube ich, in den Kinos ausgestrahlt wird. Der Bardock-Film und der Fusion Reborn Film mit Gogeta und Janemba. Und deswegen wird das angenommen, Freunde. Sollte das tatsächlich passieren, werden wir das in den nächsten Tagen wissen, in den nächsten Wochen oder Anfang November, sobald das Ding online ist. Aber was wir hier haben aus den Scans ist Folgendes. Unser Boy Charlotte wird nun, oder Charlotte, wie auch immer er ausgesprochen wird, wird nun in der Lage sein, sich zum Super Saiyan zu verwandeln. Wie funktioniert das Ganze? Nun, ihr müsst zum einen in der Story vorangeschritten sein. Ein neues Story-Kapitel wurde auch letztens hinzugefügt. Und dann, wenn das Update kommt, wird es bestimmt hinzugefügt, damit ihr das quasi freischaltet, denn das ist eine Main-Ability. Man kann Charlotte dann mit dem Update, mit dem großen Update, das kommen wird, wie gesagt, ab morgen 5 Tage, sollte der 24. sein, Mittwoch, nächste Woche Mittwoch, wird man dann dazu in der Lage sein, Charlotte anzupassen. Was heißt das? Vielleicht hat der ein oder andere gemerkt, dass man in Legends bei manchen Charakteren, bei der Ulti oder bei den Karten steht, leerbar.
Jeder hat sich gefragt, was heißt dieses Lerba? Lerba ist quasi folgendes. Wenn ihr beispielsweise als Beispiel mit dem roten Super Saiyan Goku maximale Freundschaft habt, dann könnt ihr, dann steigern die Friend Points und wenn die Friend Points voll sind, dann könnt ihr seine Karten oder seine Ulti, sag ich mal zum Beispiel, Charlotte übertragen. Also ihr könnt dann Charlottes Ulti anpassen, dass er die Ulti vom roten Super Saiyan Goku bekommt. Dann könnt ihr zum Beispiel Charlotte den Superangriff von dem geben, von einem anderen Charakter und so und so fort, die Main Ability von dem und so und so fort. Heißt, man kann Charlotte dann mit dem Update endlich anpassen. Die Sache ist aber folgendes, er bleibt immer noch ein Hero-Charakter, aber indem man ihn quasi dann die Main Ability, hier seht ihr es links, kann man ihn quasi anpassen, da wählt ihr das aus, indem man ihm die Main Ability gibt, dass er sich zum Super Saiyan verwandeln kann, kann er das im Kampf, also seine Main Ability wird dann sein, dass er im Kampf zum Super Saiyan gehen, zum Super Saiyan sich verwandeln kann, wie es aus den Bildern entnimmt. Was der Vorteil daran ist jedoch, beziehungsweise was die Sache daran ist, seine Stats steigen sich immens. Also ich denke nicht, dass er dann die Stats eines Spartan-Charakters haben wird. Ich denke eher eines guten Extreme-Charakters. Das sollte man nicht unterschätzen. Extreme-Charakter sind echt gut, weil der Vorteil an Charlotte ist, er ist vom Lichttyp. Und Lichttyp hat hier quasi, ist gegen alles neutral, außer gegen Dunkelheit, schwarzen Typ. Ist quasi, schwarzer Typ war es, glaube ich, effektiv, aber schwarze Typen gibt es ja noch nicht, mit denen man spielen kann. Lediglich nur als Boss hier, glaube ich, am Anfang. Aber ich glaube, das wurde auch entfernt. Anyway, so viel zu unserem Boy Charlotte. Und jetzt... Bitte. Was ihr seht, ist endlich ein Free-to-Play LR Super Saiyajin Vegeta. Das, meine Freunde, ist sein Artwork. Schön sonnengebrannt, schön braun gebrannt ist sie an der Stelle. Unser Boy. Wann wird er kommen? Beziehungsweise, ja, es wird betitelt im ersten Drittel November, also Anfang November, schätze ich mal, wird der ganze Boy kommen. Das ist sein SSR Artwork. Das, Freunde. Was ist das für ein geiles SSR-Artwork? Und ihr merkt schon, das ist der Vegeta, wo er zum allerersten Mal zum Super Saiyan wurde. Wo er zum ersten Mal einen Kerzenkorb trainiert hat. Dann quasi ein bisschen, ja, wo er den Super Saiyan erreichen wollte quasi. Und dann vor dem Kampf gegen C19 und dann, wo er zum ersten Mal zum Super Saiyan wird, ist dann sein LR-Artwork, Freunde. Das sieht immens geil aus. Ich weiß, ich halte das gerade hoch, aber was gibt es jetzt Wichtiges zu ihm zu sagen? Außer du beruhigst dich. Nämlich, er wird ein Prime Battle LR sein. Prime Battle LR sind die LR wie LR Goku, LR Freezer, also der Strength und LR Trunks, der neulich rauskam. Heißt, er wird ein eigenes LR-Event bekommen. Man braucht für ihn 777 Medaillen, um ihn von der UR oder Theor-Status auf den LR-Status zu bringen. Er wird sein eigenes Event bekommen. An der Stelle müsst ihr abwarten, was es da zu wissen gibt. Wir haben keine Infos und Details zu ihm, sei es Leader Skill, Passive etc. gar nichts. Aber was ich mir wünsche, was ich denke, was ich jetzt sage, was ich jetzt einfach frech sage, ist, der wird brutal. Ich sage es nicht, weil es Vegeta ist. Warum sage ich das? Weil in letzter Zeit haben die Free-to-Play-Charaktere übertrieben viel Liebe bekommen. Die wurden übertrieben gut. Wenn ihr zum Beispiel einfach mal den neuesten Free-to-Play-Charakter, den Shin, vergleicht, der bekommt Ki plus 7 140% auf Angriff und Verteidigung. Natürlich haben diese Free-to-Play-Charaktere, sage ich mal, eine Beschränkung, eine Einschränkung. Bei Shin ist das an der Stelle, dass er in dem Dream of Gods-Team sein muss. Bei Vegeta wird das sicherlich nicht anders sein. Ich kann mir vorstellen, dass er so eine Beschränkung bekommt in der Passive, wie wenn er gegen einen Gegner kämpft, bekommt er das und das. Von mir aus gerne. Was ich jedoch hoffe, ist, hoffentlich bekommt er einen prozentualen Boost. Die Prime Battle LR haben bis jetzt keinen prozentualen Boost bekommen. Weder LR Goku, weder LR Freezer, noch LR Trunks. LR Trunks jedoch hat einen prozentualen Leader Skill. Future Katrui Ki plus 3, 70% auf alles waren das, glaube ich. Seine Passive war trotzdem konstanter Boost. Dennoch war seine Passive nicht schlecht, hat auch eine Beschränkung, wenn er gegen 2 oder mehr kämpft, dann ist er total eskaliert. Es ist eine gute Passive, aber es ist ein konstanter Boost. Und ich denke, unser Boy wird der Erste sein mit einem prozentualen Boost, beziehungsweise hoffe ich es. Wenn es das nicht der Fall sein wird, wäre es schade, aber ich denke, der wird trotzdem wirklich gut. Er ist aber, um es gut anzumerken, vom Extreme Int Type. Viele fragen sich, warum ist denn Extreme Int Type Osaru? Das ist nämlich, als Vegeta zum allerersten Mal zum Super Saiyan wurde, da war er noch pures Böse. Er hat auch selbst gesagt, er hat
den Super Saiyan Shaps erreicht durch sein rein böses Herz. Und deswegen ist er vom Extreme-Tag, kann ich verstehen, dass er sein erstes Erscheinen als Super Saiyan gegen 10, 19 Jahre an der Stelle. Ich bin echt gespannt, was der Dude drauf haben wird. Er sieht wirklich immens aus. Lasst mich in den Kommentaren wissen, was ihr davon haltet. Diese Charaktere, nicht wundern, werden, sind hier nur gelistet. Das sind Free-to-Play-Charaktere und diese werden empfohlen zu nutzen gegen unser Boy Vegeta. Weil Vegeta ist so ein Intel und das sind Free-to-Play-Physisch-Charaktere und man kann ja nur Free-to-Play-Charaktere in so LA-Events mit reinnehmen, die aus einer Stage gedroppt sind, das sind sie. Und unten steht noch dran, dass quasi diese Girls hier ein Awakening bekommen werden durch, und zwar werden zum Rebrillant-Story-Event im Mitte November sollte das sein, Rebrillant-Story-Event werden da mehrere Stages hinzugefügt, wo man dann höchstwahrscheinlich die Medaillen farmen kann. Freunde, lasst mich auf jeden Fall wissen, was haltet ihr von LR Vegeta? Ich denke, ich konnte alles dazu sagen. In Sachen Link-Skills erhoffe ich mir Gutes, Solides. Ich meine, er wird in Kategorie-Teams vertreten sein, da sollte er eh kein Problem haben. In dem Mono-Extreme-In-Team, da braucht er auf jeden Fall Link-Skills, weil Mono-Extreme-In-Team, die haben so ihre eigenen Link-Skills, sage ich mal. Aber, wie gesagt, er wird wahrscheinlich in sehr vielen Kategorien vertreten sein. Zumindest in Pure Saiyan auf jeden Fall, sage ich mal. Pure Saiyan, ich sag gerade viele, aber in den Kategorien, in denen vertreten sein wird, wird auf jeden Fall solide sein. Ich habe mir die Frage gestellt, was könnte sein Niederskill sein? Trunks sein zwar Future Saga. Wird das irgendwas mit einer Cell Saga? Eine neue Kategorie wird jetzt eingeführt. Das ist ja brutal, weil wisst ihr das warum? Eigentlich sollte auch zum Release von ihm ein neuer Charakter online kommen. Ob es ein Dokkan Extreme Charakter ist, kann ich nicht sagen. Aber eigentlich sollte ein neuer kommen, weil Buu Ende Oktober offline geht. Deswegen bin ich gespannt. Lasst mich auf jeden Fall wissen, was ihr zu ihm haltet. Kurz noch wegen den Link-Skills zum Vegeta. Nämlich dieser Vegeta wird der allererste Super Saiyan Vegeta sein. Alles erscheinen. Und das, dieser Extreme Physisch Vegeta ist ebenso einer. Deswegen ist er ein Extreme Physisch Type. Und ich kann mir vorstellen, dass die Link-Skills mehr oder weniger gleich aussehen. Ja, Super Saiyan Saberus, Golden Warrior, Royal Lineage, Shattering Limit und Prepare for Battle. Und selbe Skill auch hier an der Stelle für diesen Extreme Tech Vegeta, weil das war auch quasi mehr oder weniger sein erst Erscheinen als Super Saiyan und die Links sind ja auch an der Stelle hier mehr oder weniger ähnlich. Zum Ende noch, Freunde, eine Sache, die es interessiert. Oft werde ich ja gefragt, ey Osiru, warum gibt es Dragon Ball Heroes nicht in Global? Die Sache ist, im Westen ist das Ding gar nicht lizenziert, nur in Japan. Das sollte eigentlich sollten Arcade-Spielautomaten in Amerika veröffentlicht werden, jedoch haben sie das gecancelt. Fragt mich nicht, warum sie haben das gecancelt. Ich habe die Information auch aus Rhymesides Video. Und apropos Rhymesides Video, für die Nintendo Switch in Japan zuerst, wird nämlich Super Dragon Ball Heroes kommen. Super Dragon Ball Heroes World Mission für die Nintendo Switch. Und falls ihr wollt, ey, das soll auch bei uns lizenziert werden, oder ich will das auch spielen im Westen, dann tut uns einen Gefallen und geht auf Rhymesides Video. Der hat dann nämlich gesagt, der hat ja Kontakt zu Bandai, der hat gesagt, ey, wenn hier ein gutes Feedback ist und so, dann reicht das Bandai an, dann sollen sie sich Gedanken drüber machen. Schreibt einfach rein, give us this thing, oh, give it this game, please, I wanna play this game. Irgendwas klatscht irgendwas rein, die verstehen das dann schon auf jeden Fall. Hauptsache, wir sind jetzt stark genug, laut genug in der Community. Im schlimmsten Fall kann man sich über mit einem japanischen Account herunterladen auf der Switch, aber ich habe keine Lust, das Ding in japanischen Untertiteln zu spielen. Lange Rede, kurz Sinn, Freunde, so viel zu den 4-Jump-Scans. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt mir ganz dein Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'm a girl.